Mir wird vorgeworfen, während der Lockdown-Phase mein Geschäft geöffnet gehabt zu haben. Dem ist aber nicht so. Ich habe das benutzt, um halt das Lager umzuräumen, um mich umzustellen, Außendekoration vorzubereiten. Stand auch überall dran, aber es haben Leuchtschilder oben gebrannt. Ordnungsamt hat nur Leuchtschilder gesehen, ja. Die Strafe wurde jetzt natürlich reduziert, aber was hilft das alles? Man hält den ganzen Laden am Laufen und wird verknackt für was, was man nicht getan hat. Okay. 4.000 Euro für ein einmaliges Vergehen von genau 30 Sekunden, was, wie wir finden, nicht richtig ist, weil die Umstände ganz besonders waren und man versucht hat, alles zu tun, um das zu verhindern. Da muss man sich vorstellen, das ist ein Anstieg von 0 auf 100 in wenigen Wochen. Denn vorher war in dem Rechtsgebiet praktisch kein Verfahren anhängig. Wir entscheiden jetzt eben das, was die Republik bewegt.